Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge Democracy for Beta Deutschland auf Schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Dromi Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Ban Sunday Shopping. Also wir... Ja, würde ich doch mal sagen, das schaffen wir doch mal ab. Naja, da weiß ich nicht. So ein Tag, also Leuten einen Tag die Woche zu gönnen, wo sie nicht arbeiten, finde ich irgendwie auch ganz gut. Der Schieber macht gar nichts. Da bin ich jetzt gerade, weiß ich nicht. Da bin ich unsicher. Wir haben den Mindestlohn angehoben. Okay, wir haben ein bisschen jetzt an der Arbeitsgesetzgebung gespielt, aber ich hätte jetzt gesagt, es betrifft Einzelhandel und dieser, also und andere Geschäfte und hast nicht gesehen, warum sollen wir von so einer Geschichte, die größtenteils auf einem religiösen Impact basiert, 2% Einschlag auf unser Bruttoinlandsprodukt hinnehmen, wenn wir es abschaffen könnten, was wir tun können? Ich bin mir unsicher, weil wir sowieso schon nicht so einen wahnsinnig guten Stand haben bei GewerkschafterInnen und bei den religiösen Menschen. Das ist eigentlich mein Hauptgrund. Okay. Auf Wiedervorlage, wir haben ja noch mehr. Wir geben 250 Millionen aus für die grüne Elektronik-Kampagne oder Initiative. Sorgt für Energieeffizienz. Ist weiterhin hoch. Können wir abschaffen, sagst du? Einfach weil wir an den anderen Stellen ja schon so gut aufgestellt sind. Ja, alles klar. Schaffen wir ab. Ach, jetzt ist hier wieder alles durcheinander. Dann haben wir hier die Labor Day Bank Holiday. Wir können den auf Low setzen und hätten auch mal was fürs Bruttoinlandsprodukt getan. Mir blutet auch das Herz, wo ich solche Sachen vorschlage, aber ich gucke mir jetzt hier die Impacts an und so schlimm finde ich das nicht. Genau, also das ist halt einfach auch die Frage und auch die Herausforderung, die die Politik gemacht hat. Das Geld hat ja dann quasi real-life Consequences. Ja. Alles, was man spart oder wo man Geld reingibt. Und das muss man halt auch gut argumentieren können. Wir haben das große Glück, dass wir sozusagen nur für uns argumentieren und freundlicherweise der Chat uns noch nicht komplett auseinandergerissen hat für die Dinge, die wir hier tun. Aber man muss halt irgendwie gucken, dass es so im Ausgleich ist. Ja, und ich würde es nicht komplett abschaffen, sondern ich würde es auf Low runtersetzen und dann einen kleinen Boost für GDP. Das wäre mein Kompromiss, den ich intern schon mit mir ausdiskutiert habe. Was würdest du davon halten? Internen Kompromiss und würde drauf eingehen wollen. Alles klar. Bleib im Konjunktiv. So, und dann sind wir bei Null und dann machen wir nächste Runde weiter in Economy. Meine Fresse, ist hier viel drin. Oh. Unser niedriger Korruptionslevel wurde gepriesen. Internationale Berichte sagen das, dass es ganz großartig ist und ach Mensch, nichts mit Außenhandel oder Business Confidence. Schade. Aber immerhin, diese Gruppen haben einen Umfrageboost. Das ist schön. Kein Dilemma. So. Defizit steigt und steigt und steigt. Ja, Defizit steigt wieder, weil die Weltwirtschaft stagniert. Na gut. Unsere Schuld wird immer größer. So, dann sind wir hier. Die Ökolandwirtschaftssubventionen. Die könnten wir ein Stück runterfahren, aber die würde ich grundsätzlich nicht abschaffen wollen. Nee, ich auch nicht. Da würde ich sogar so reduzieren, also das ist gar nicht so viel, von 800 auf 500, also 270 ja. Oder sowas. Wir nehmen ein bisschen Hit auf den Food Price hin und ein bisschen auf Health, aber wir müssen sparen.
Ja. So, dann haben wir hier die Kernenergie-Dingsi-Bumsi. Wir schaffen es ab. Wir sorgen dafür, dass die Kernkraftwerke zurückgefahren werden und abgeschaltet werden. Wir könnten das erhöhen. Dann wird es teuer, bevor es einen Impact hat auf... Ja, aber jetzt bauen wir es ja gerade ab. Warum sollten wir jetzt anfangen, damit wieder das aufzubauen? Ja. Hat keinen Sinn. Also dann, zumindest nicht langfristig. Nee, dann hätten wir hier den ländlichen Entwicklungsplan Unterstützung. Den haben wir voll hochgemacht wegen dem großen Impact auf Poor Earnings, wegen Unemployment, wegen Equality, wegen dem Boost für das Bruttoinlandsprodukt. Und ich finde, überlegen Sie ein Stück runterzufahren, weil ich nicht genau weiß, wie die Auswirkungen sind, wenn wir beispielsweise eine Milliarde oder eine halbe Milliarde einsparen. Wenn wir eine halbe Milliarde oder wenn wir 400 Millionen einsparen, sind wir schon bei 1,5% mehr Arbeitslosen. Und wie ist es beim Bruttoinlandsprodukt? Das verringert sich um 0,5%. Das ist für 500 Millionen Einsparungen hart, oder? Relativ großer Kostenfaktor. Ja. Also ich könnte mit so einem relativ kleinen Sparprogramm gut leben, aber ich glaube, wir kommen an dem grundsätzlichen Förderinstrument nicht vorbei. Nee, aber ja, okay, dann lass uns diese Grenze bis hier oben nehmen. Okay. So, dann haben wir noch hier Small Business Grants. 500 Millionen sparen und 0,5 auch 0,5 Verringerung des Bruttoinlandsproduktes und ja. Ja. Ja, müssen ja. wir. Ja, es hilft ja nichts, ne? Ich bleibe dabei, es hilft nicht. Es hilft nicht. Und das so. Das würde ich ungern anfassen wollen. Genau. Bin ich total bei dir. So, und jetzt haben wir hier Die Arbeitsschutzgesetze oder Arbeitssicherheitsgesetze. Kosten uns nicht viel, aber die Auswirkungen auf Gesundheit und so sind halt schon da. Gar nicht so hoch tatsächlich. Also ...0,5 auf Produktivität und 0,5 weniger auf Gesundheit. Es widerstrebt mir auch total, da irgendwie was runterzufahren, aber ich war jetzt irgendwie, ich bin überrascht, dass das so wenig Impact hat. Lohnt es sich, es runterzufahren? Naja, plus 0,5 Produktivität. Naja, warte, aber... Ja, und Health ist am Anschlag. Auch mal schön. Ja. Deswegen... So, und das... Achso, hier haben wir noch Vertical, also die vertikalen Farm-Unterstützung. Tut auch was mit unserem Unemployment, hilft wahnsinnig beim Food Price. Gefällt den Farmern und sorgt für mehr Einkommen. Wenn wir da runtergehen von 3,4 auf 3,1, das ist schon fast 1% Arbeitslosigkeit für 300 Millionen.
Das wäre mir zu krass. Ich werde das. Hm? Ich glaube auch, dass es das nicht wert ist. Also die 300 Millionen. Ja. So, dann hätten wir noch hier Workers on Boards, also dass die Arbeitnehmer Teil des Aufsichtsrats sind. Ist ein Hit on Produktivität. Im unteren Medium-Bereich bleiben. Also wäre schon noch für Medium. Wäre dann ein Bonus von Produktivität auf 0,5. Dann lass uns dann. Also das fände ich okay. Okay. Und dann wäre das hier das letzte Young Entrepreneur Scheme. Da geben wir kaum was für aus. Bringt uns aber außer guter Laune auch nicht viel. Dann können wir das einsparen. Ja. So, sind wir durch die Economy durch. Wir gehen jetzt wirklich alle Sachen einmal durch. Das ist und lassen uns nicht davon unterkriegen. Noch hat uns niemand rausgeworfen, obwohl wir unglaubliche Schulden haben. Puh. Ich finde, wir versuchen immer noch mit Herz und Verstand zu kürzen. Ja. So denn, nächste Runde. Und dann geht's in die Steuer. Oh. Eine Ministerin möchte gerne mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen und schlägt uns vor, die Biofuel-Subsidies wieder einzuführen, die wir gerade erst abgeschafft haben. Reisende soll man nicht aufhalten. Würde ich sagen. Ja. Wir haben ein Dilemma. Oh, diesmal mit 3. Aber das hatten wir auch schon mal, glaube ich. Die Polizeichefs verlangen, dass ihnen erlaubt wird, eine globale Datenbank von jedermanns DNA zu erstellen, um die Kriminalität zu bekämpfen. Kriminalität ist nicht wirklich ein großes Problem bei uns. Natürlich hilft es dabei, Leute zu fangen, aber ganz im Ernst, wenn eine Datenbank da ist, dann wird sie auch genutzt und ich will da jetzt gar nicht den um Gottes Willen, wenn wir das wirklich hätten mit unserem existierenden Polizeiproblem hier in Deutschland, das wäre, glaube ich, furchtbar. Aber es gibt da mehr als, also Privacy Concerns, wie übersetzt man das am besten, Datenschutzbedenken. Aber es sind nicht nur Datenschutzbedenken, sondern es sind auch noch andere Sachen, die da eine Rolle spielen, weil mit sowas könnte man halt einfach auch, wenn irgendwer auf die Idee kommt zu sagen, so wie wir jetzt gerade in einer Krise sind, regierungstechnisch, dann gucken wir doch mal, wer hat eine Prädisposition für eine Krankheit oder sowas. Und sagen, ihr müsst jetzt diese Therapie machen, weil ansonsten werdet ihr dem Gesundheitssystem zu viel Geld kosten in 10 Jahren. Und das, diese Zukunftsvision, die ich da gerade male, ist eine relativ positive. Das kann man auch sehr viel dunkler malen. Also alleine das... Die Krankenkassenbeiträge an sowas koppeln. Ja, ganz furchtbar, genau. So. Ja, da ist dann das Solidaritätsprinzip komplett unterhöhlt. Ich bin irgendwie hin und her gerissen. Wenn schon, dann criminal only. Ja, das ist ein Kompromiss, der mir, wenn ich ganz scharf drauf gucke, fände ich den auch nicht gut. Aber damit könnte ich tatsächlich leben.
Und in den Ausführungsbestimmungen würden wir dann wahrscheinlich reinschreiben, dass das irgendwie vielleicht auch nach einer Zeit oder für bestimmte Straftaten nur, also dass es nicht für alle gilt. Ja. Könnte man dann sich nochmal angucken. Ja, also machen wir es mal. Ja, Crime und Violent Crime haben wir jetzt nicht wirklich ein Problem mit hier. Crime ist low. Super gut. So, Taxes. Steuern. Steuern. Fangen wir hier unten an. Wir haben keine CO2-Emissionen. Und deswegen bekommen wir auch kein Geld durch die CO2-Steuer. Genau. Können wir auch so lassen, oder? Ah. Okay, pass auf. Wir senken es. Clever. Um ein kleines Stück. 4%. Kann man es aber auch noch ein Stück mehr senken. Wir haben ja eh nichts davon. Ja. Komm, ist doch super. Und dann können wir es immer noch wieder hochsetzen. Guck dir den Impact aufs Bruttoinlandsprodukt an. Ja, genau. Der ja, aber völlig egal ist, weil wir sowieso keine CO2-Emissionen zurzeit haben. Richtig. Wir müssen hier eine Balance finden. Ja. Wir haben das Spiel ausgetrickst schon wieder. An der Stelle schon. So, machen wir weiter. Hier haben wir die Kapitalertragssteuer. Die haben wir schon so ausgependelt, dass wir nur einen minimalen Impact aufs GDP haben, wie ich mich erinnere. Richtig. Deswegen würde ich das nicht anfassen. Wobei wir jetzt hin überlegen können, wir haben ja gerade das GDP gepusht. Das heißt, wir könnten einfach mal mehr Einnahmen generieren. Könnten wir machen. So? Das wären... Eine. Zweieinhalb. Finde ich gut. Wir müssen halt gerade Einkommen kreieren. Die Ausgaben sind das eine, aber wir müssen die Einnahmenseite erhöhen, damit wir nicht jede Runde so super viele Schulden neu aufnehmen müssen. Yep. So. Enterprise Investment Scheme. Steuererleichterungen für die, die wieder reinvestieren. Das würde ich ein Stück runterfahren. So. Um eine Hälfte. Finde ich doch gut. Ja, finde ich auch gut. So. Dann bedeutet das nämlich auch, dass wir höhere Steuereinnahmen haben. Ja. Weil die es ja nicht abschätzen kann. Ach, Finanztransaktionssteuer. Okay, die hatten wir auch schon gut ausgependelt. Auch hier wäre zu überlegen, ob wir die noch einen Tick anheben. Ja, ich würde so einen Tick anticken. Oder meinst du mehr? Nee, das war schon gut so. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Okay. Erbschaftssteuer. Die haben wir vorhin erst angefasst, ne? Ja, ist schon auch wieder ein paar Runden her, aber die haben wir erhöht. Steuer auf die Industrieautomation. Wir haben viel für die Technologie gemacht. Wir haben... Also Technologie ist weiter am Steigen. Ich hätte jetzt gesagt, wir könnten uns an dieser Stelle auch leisten, hier nochmal hochzugehen. Ja. Und zwar so. Ja. Weil die Industrieautomation sich auch direkt gekoppelt ist mit der Arbeitslosigkeit. Insofern ist das auch ganz gut. Ja. So, MT Home Tax haben wir nach oben geknallt. Die Spritsteuer haben wir gesenkt. Tage mal. Hä? Nee. Wir haben was gesenkt, ich fasse es. Aber eigentlich können wir die auch wieder ein bisschen hochfahren.
Ich glaube nicht, dass wir sie gesenkt haben. Ich glaube, dass einfach Car-Usage. Oder so, ja. Ja. Ja, aber können wir auch höher machen. So an diesen Rand und dann sind wir schon out of political capital. 7 haben wir noch. Hier, die haben wir erst kürzlich angefasst. Keine Einnahmen mehr, weil sehr effizient. Verrückt. Ja. Wir haben kein Alkohol verboten, die Leute trinken ihn trotzdem. Wahrscheinlich, weil er so teuer ist. Ja. Das ist dann auch die Frage, ob es strategisch günstiger wäre, die Steuer ein Stück runterzusetzen, damit wir überhaupt noch Einnahmen haben. Könnten Sie hier hinsetzen? Oder sogar da? Ja, komm, dann lass uns die bei 45% lassen und dann schauen wir mal, ob wir dann überhaupt wieder Einnahmen haben. Ja. So, und dann haben wir hier die Hybrid Car Initiative. Dieser Oil Demand auf 6 ist halt, glaube ich, der lohnt sich alleine dafür. Und also abschaffen würde ich es auf keinen Fall. Und viel Sparpotenzial ist für wenig Gain nur da. Ja, dann können wir das auch lassen. Ja. Also das, glaube ich, bringt wenig. Dann haben wir hier noch Diverted Profit Tax, die haben wir hoch und das würde ich auch so lassen. Ja. Wir unterstützen mit 300 Millionen gesundes Essen. Health ist am Anschlag. Ach, es gibt hier einen super Pfeil, wo man einfach zurückgehen kann. Der Lebensmittelpreis ist super niedrig. Dann würde ich das abschaffen. Dann können wir das also auch abschaffen. Es bringt auch nichts, wenn wir den Lebensmittelpreis quasi nicht mehr so richtig am Markt orientiert haben, sondern wenn quasi das komplett, also dann hätten wir ein sozialistisches System, wenn der Staat das komplett durchfinanziert. Ja, nächste Runde. So. Das ist neu, das kenne ich noch nicht, glaube ich. Ein Dilemma. Eine fremde Unternehmung aus der IT-Infrastruktur verbannen. Ich würde sagen, das ist eine Geschichte mit Huawei und G5-Technologie. Ja, denke auch. Ja, es sehr ist aktuell. Super aktuell und er macht da ja auch, also er bringt da wirklich auch immer mal wieder was Spannendes rein. Ja, ja, genau. Also und diese ganzen Sachen sind immer irgendwie, spiegeln irgendetwas wider. Das ist total, es ist total spannend. Da steckt da sehr, sehr viel Überlegung rein. Ja, also es geht darum, dass die Telekom-Infrastruktur aufgewertet werden soll und es gibt einen Hersteller, der hat starke Verbindungen zu der Regierung dieses fremden Landes mit dubiosen Motiven. China. So, wir können jetzt diese Firma verbieten. Oder verbieten sie ja nicht. Wir wollen sie nur nicht in unserer eigenen IT-Infrastruktur haben. Ja. Ja, die Diskussion ist ja noch komplexer, ne? Also das ist ja. Was halt wirklich krass ist, ist, diese Huawei hat sich ja auch vielen Audits unterzogen und haben gesagt, hier, guck mal, wir haben keine Hintertür. Und amerikanische Firmen wie Cisco oder so haben von Rechts wegen eine Hintertür. Korrigier mich da, lieber Chat, wenn ich das falsch auf der Kette habe. Aber es ist halt auch, es ist auch ein Schlachtfeld des Handelskriegs USA-China. Diese Diskussion. Die auch. Ergänzen. Was? Da würde ich zumindest ergänzen, dass wir. Das eine ist immer noch eine Demokratie und ein Rechtsstaat und das andere halt nicht. Und ja. Insofern ist halt die
Wirtschaft Chinas staatlich gelenkt und damit sind auch die Unternehmen staatlich gelenkt. Und es ist zumindest eine legitime Frage, wie weit der Einfluss von Regierungen auf Unternehmen in so einem Staat ist. Und wenn ich das, also als Staat möchte ich dann auch sicher sein, wen ich in meiner IT-Infrastruktur habe. Insofern wäre ich für Ban Foreign Firm. Okay. Ich würde dieser Argumentation tatsächlich folgen wollen. Und solange es ein Genozid an den Uiguren gibt, will ich da auch nicht weiter das positiv reden. Oh, unser GDP kriegt... Ah, ich hab die Jugendvoll. Ah. So, und wir haben Nachrichten. Es ist Wilhelm, der Angst hat um seine Oldtimer. Den hatten wir sehr oft in den Nachrichten. Denkt euch mal was Neues aus. So. Wir haben gerade schon so ein bisschen gesprochen und ich sagte, das sollten wir auch on-air quasi mal bequatschen. Diese Revision ist tatsächlich echt eine gute Strategie, um nicht zwangsläufig um Spiel anzufangen. Romy, du sagtest es, nach einer Wahl ist das echt so eine Sache. Wirklich alle einmal rumzugehen und alles einmal anzufassen. Wir sind immer so schnell dabei, neue Sachen einzuführen. Und ich glaube, es ist Sparpotenzial und auch Kosten und auch Parameterpotenzial, weil wenn ich jetzt auf CO2 klicke, der CO2-Ausstoß ist nicht hochgegangen. Aber na klar, Carbon Tax hat 8 Runden Delay. Aber es gibt genug Sachen, die dem entgegenwirken. Unsere Electric Car Transition ist halt relativ hoch. Ja, und schlussendlich, wir haben jetzt auch mehr oder weniger direkt nach der Wahl angefangen, jetzt hier einmal rundherum zu gehen. Aber das bedeutet, dass wir relativ viel politisches Kapital brauchen. Das wiederum bedeutet, dass wir mehrere Runden durchklicken müssen. Und wir haben jetzt eigentlich das Glück, dass wir noch die Debt Crisis haben, weil uns das Emergency Powers gibt. Weil uns das immer dieses Deutsch-Englische langsam anstrengt. Weil uns das die Möglichkeit und die politische Macht, das auch durchzusetzen. Ja. Ja, machen wir hier oben weiter bei Steuern, oder? Frank merkt gerade an, dass er befürchtet, dass wir am Anfang übertrieben haben und dass es jetzt schwierig wird. Ich glaube, wir haben am Anfang nicht übertrieben. Wir haben, glaube ich, zu spät auf die Zinsverschärfungen reagiert, weil wir aus den Vorgängerversionen es gewohnt waren, dass es schneller wieder angeglichen wird. Und ich habe zumindest nicht mitgeschnitten, dass wir ja auch super schwer spielen und bin nicht auf die Idee gekommen, dass sich dann einfach der Zinssatz nicht anpasst. Also es ging nur runter, aber trotz aller Dinge, die wir getan haben für unsere Wirtschaft, nie wieder hoch. Und das ist das, was uns die ganze Zeit auf die Füße fällt. Ja. Aber auch so ist auch im politischen Leben. Man macht halt Fehler und dann muss man gucken, wie man damit wieder umgeht. Ja, also keine Ahnung, ob wir es hier nochmal rumgerissen kriegen, aber es ist eine interessante Herausforderung. Es ist, also das Durchgehen ist halt aber echt hartes Gehirnjogging. Aber ich finde es, wenn es alles so leicht ist, ich mag Herausforderungen. Es ist auch interessant, die Dynamik. Ich mag diese Herausforderung auch vor allem deswegen, weil wir da so viele Ansatzpunkte finden, um über Dinge zu diskutieren. Und ich mag auch mit euch darüber quatschen. Weil ich bin, wenn ich für mich alleine spiele, mag ich es total gerne, dass alles glatt läuft und alles super ist. Aber sobald es jetzt irgendwie im Stream ist, bin ich, was das angeht, irgendwie, jetzt ist eine schwierige Lage, versuchen wir mal rauszukommen. Da bin ich irgendwie mehr angespornt. Mal klar könnten wir jetzt extreme Maßnahmen machen, aber so wahnsinnig, also wir haben ja super extreme Maßnahmen schon gemacht. Irgendwie. Ja.
Und da müssen wir halt gucken, wie extrem wollen wir sein, weil das wirkt sich ja alles schlussendlich immer wieder auf den Einzelnen, die Einzelne aus. Und das müssen wir versuchen, in Balance zu halten. Ja. Und wir mussten bisher alle schon in saure Äpfel beißen, weil Dinge über Bord gegangen sind, die uns eigentlich wichtig sind. Ja, wäre ich jetzt auch nochmal so hier auf the environment, dem geht's auch noch einigermaßen gut, würde ich jetzt einfach sagen. Mhm. Wo ich jetzt eben auch nochmal auf CO2 geguckt habe, also ich will nochmal kurz auf Arbeitslosigkeit gucken, die ist runtergegangen. Und ist das hier Produktivität? Produktivität steigt. Wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.